So, willkommen, meine frischen Äpfelfreunde. Und ja, nein, das will ich gerade irgendwie nicht, nein. Ah, nein, ich will es nicht, nein. Heute wollen wir ein neues Spiel spielen. Und das nennt sich, ach, hier sind wir. Racing, also Racing. Ja. Racing, ich nenne es immer Racing. Ich habe das andere Wort vom Titel nämlich schon vergessen. Deshalb einen kurzen Applaus. Ich bin geil, ich bin richtig. Ja, also ich bin hier der Allergrößte. Und ja. Wollen wir weitermachen? Ja, ich glaube schon. Wir müssen wohl das Dorf nehmen. Gehen wir zur Einbahn hier. Es gibt noch einen Multiplayer-Modus von diesem Spiel hier. Indem du unten rechts und bremsen, indem du... Okay, funktioniert das? Okay. Okay. So kann man diese Karre hier steuern. Sehr interessant. Was wird, wenn ich dagegen fahre? Au. Okay, war jetzt irgendwie... Ja gut, also... wir haben innerhalb von den ersten 15 Sekunden, glaube ich, verloren. Und wir machen aber nochmal. Ich wollte nur kurz testen, was passiert, wenn wir gegen ein anderes Auto fahren, Leute. Das wollte ich nochmal ausprobieren. Das war hier Dingstest. Wenn wir gegen ein anderes Auto fahren. Das dürfen wir dann also nicht, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah! Okay, ich habe überlegt, ich habe überlegt, alles ist gut, Freunde, alles ist gut. Keinerlei Probleme, wir sind Racing Survival Games Profis und kommen hier ohne Probleme klar. Okay, gut. Das haben wir schon mal geschafft, das ist ja schön. Okay. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt hochkonzentriert sein, ansonsten sterben wir. Okay, dann fahren wir jetzt hier rein und dann, das ist schon irgendwie kompliziert geworden. Oh nein! Oh Gott, es hat noch gereicht, wir sind nicht kaputt gegangen, das ist gut, Freunde. Wir dürfen nicht kaputt gehen. Wenn wir kaputt gehen, dann haben wir verloren. Dann haben wir die ganzen 100 Millionen Euro für die Karre hier umsonst ausgegeben. Oh Gott, oh Gott, nein! Gibt es eigentlich eine maximale Strecke? Ich meine, gibt es hier eine komplette Strecke, die man fahren kann? Oder fährt man einfach so lange, bis man tot ist? Oh Gott, wir sollten nicht so schnell fahren. Weil eben bin ich auch schnell gefahren. Und das fand ich so vorteilhaft, so schnell zu fahren. Und deshalb werde ich es jetzt ein bisschen langsamer angehen. Okay, wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind offiziell gut. Oh je, Freunde. Ich ahne Böses. Okay, noch kommen wir hier gut zurecht. Alles nice. Gibt es eigentlich ein Ziel, was man erreichen kann? Oder wird hier angezeigt, wo das Ziel ist? Weil so fährt man gerade irgendwie nur sinnlos durch die Gegend und, ja, das war's dann auch schon, ne? Wir werden nochmal Multiplayer gehen, schätze ich gleich. Sollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin schon ein bisschen knapp, wie man hier manchmal fährt, ne? So. Okay, Freunde, das haben wir schon mal.
bin schon 4 Kilometer gefahren, Freunde. Ich finde, das ist viel. Ja. Ich fahre lieber in so einem kleinen Auto. Oh Gott. Okay. So weit, so gut, Freunde. Gibt sogar Sound hier, aber den Sound finde ich scheiße, deswegen habe ich den ausgemacht. Nein! Spielende. Ach so. Okay. Okay, für den Multiplayer-Modus brauchen wir jetzt eine Internetverbindung, da ist Flugmodus nicht ganz so vorteilhaft, wenn man dann keine Internetverbindung herstellen kann. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das war von einem Konto, was ich mir testweise, von einem Zweitkonto, was ich mir testweise auf YouTube erstellt habe. Du brauchst mindestens 3 Autos, um im Mehrspieler-Modus zu spielen. Was ist das? Ich brauche 3 Autos, um im Mehrspieler-Modus zu spielen. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Gratis. Nee, komm, lassen wir's. Was passiert, wenn wir jetzt darauf gehen? Achso, dann können wir nur Geld uns holen. Wie kann man kostenlos Münzen verdienen? Okay, dann müssen wir wohl mit der schäbigen Karre weiterfahren, die wir hier haben. Aber gut. Wir müssen jetzt. Was bedeutet, wenn wir. Zeit, okay, Zeit. Ah, gut, jetzt können wir auch auf Zeit fahren. Weil ich dachte schon, was ist das denn hier? Ah, auf diesen grünen Dingern kann man sich neue Zeit holen. Ich verstehe. Da kann man drauf fahren, wenn man mehr Zeit haben will. Hui, okay, gut. Ist eigentlich eine coole Sache. Man noch Zeitbegrenzung hat jetzt. Hui. Oh Gott, nein! Oh, das war sehr schön, Leute. Da haben es wieder mal. Na, ja, grandios gemeistert. Nö, komm, wir nehmen jetzt einfach mal wieder was anderes. Gehen dann hier in Einzelspieler und dann mit dem Auto hier und dann das Dorf und dann nehmen wir hier zweibahnig. Hat das jetzt was gebracht? Ach so, jetzt kommen wir die Autos auch entgegen, oder wie? Das ist natürlich nochmal schwieriger hier. Jetzt verstehe ich auch, was Zweibahn bedeutet. Das heißt, dass die Autos auch entgegenkommen. Okay, na, dann ist natürlich alles gut. Okay, wir müssen hier jetzt einfach nur den überholen, den Typ hier. Wenn wir den jetzt überholen und dann hier vorbeikommen, dann läuft das. Wir dürfen halt nicht sterben, Leute, wenn wir sterben. Wie soll man hier vorbeikommen? Die fahren aber auch sehr falsch, muss ich. Nein! Die sind aber auch sehr falsch gefahren, muss ich sagen. Ich meine, die können ja nicht beide direkt nebeneinander fahren. Ich meine, darf man das? Nee, das darf man, glaube ich, gar nicht mal, oder? Ich glaube, das darf man gar nicht mal machen. Das sind ja illegal hier. Ah, nein, ich will nichts kaufen. So. Gehen wir wieder auf einbahnig. So. Weil ich will das irgendwie nicht so schwierig haben. Deswegen machen wir das jetzt so. Aber dass man mindestens 3 Autos haben muss, um im Mehrspieler-Modus zu spielen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen behindert. Das kann ich wieder ausmachen, weil die ständige Werbung nervt mich, die wir hier haben. Was ist das hier? Was ist das? Hey, Freunde, das war's. Ich werde dieses Spiel heute nochmal spielen. Ich werde diese Runde noch zu Ende machen hier. Ich werde vielleicht ein 10, ich werde vielleicht ein 12-Minuten-Video draus machen.
Und dann bin ich mit Racing Fever, da wird das alles durch. Aber okay, gut. Man muss immer Hardcore neu aufnehmen. Ich finde es übrigens sehr interessant, ne? Mein Geschlecht ist Sonstiges und die Kategorie meiner Videos sind Unterhaltung. Na gut, ich hätte gerne Kategorie Gaming gehabt, aber egal. Weil was ist das denn hier? Ist es Unterhaltung? Ja gut, also wie man es eben nimmt, ne? So, jetzt müssen wir hier durchdriften. Ganz easy und gechillt. Einfach ganz langsam fahren. Wenn wir nicht zu schnell fahren, dann kommen wir hier eigentlich ganz gut zurecht. Wir können auch bremsen und sowas, können wir auch ganz stehen bleiben. Nee, stehen bleiben können wir, glaube ich, nicht. So. Wir werden hier ein 12-Minuten-Video noch Mühe. Ich werde hier noch ein 12-Minuten-Video mit viel Mühe zusammenklöppeln können aus dem hier ganzen hier. Und dann haben wir's. Ah, okay. Man muss hier immer aufpassen, dass man nicht gegen irgendein anderes Auto fährt, weil dann hat man schon verloren. Gut, man kann auch bremsen. Man muss nicht mit Highspeed in fremde Autos reinfahren. Aber okay. Drei Kilometer gefahren, Freunde. Wir haben bald einen. Ich möchte einen neuen Rekord aufstellen. Das letzte war, glaube ich, 4,50 oder so. Und ich will jetzt tatsächlich einen Rekord aufstellen. Das kann man problemlos schaffen und dann läuft das hier. Oh, ich sehe gerade 12 Minuten, kommt nicht ganz hin. Müsst ihr mir dann mal sagen, ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, nochmal den Multiplayer-Modus zu zeigen eben. Und dass ich das nächste Video dann einfach erst dann mache, wenn ich drei Autos hier freigeschaltet habe. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man mindestens drei Autos, damit man im Multiplayer-Modus. Nein! Nein, 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 nein! Ha! Er hat nur auf Pause gedrückt, gut. Nicht, dass er jetzt schon hier. Wow. Ah, das könnte böse ausgehen. Nein, es geht gut aus, gut. Am besten immer ein bisschen langsamer fahren. Langsam und bedächtig fahren, dann ist das hier gut. Mit Behutsamkeit. Wo wir gerade von Behutsamkeit sprechen. Ah. Mir ist noch was eingefallen, was ich zur Behutsamkeit sagen kann. Kann ich noch was zur Behutsamkeit sagen? Nein, kann ich nicht. Unnötige Worte werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Unnötige Sachen zu sagen, das ist etwas, was man nicht braucht. So. Wenn ihr noch andere Spiele habt, die ich natürlich mal testweise spielen soll, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Ich wäre für viele Sachen bereit. Oh Gott. Ich glaube, hier werde ich scheitern. Obwohl, wenn wir der Survival Games Pro sind, überholen wir den, fahren dann hier vorbei. Also, Freunde, wir sind offiziell gut. Wir sind offiziell gut. Ah, wenn ich noch 10 Kilometer schaffe, wäre das auch schon ganz geil, ne? 10 Kilometer? Hätte schon was, ne? Am besten nur noch ganz langsam fahren hier. Wir können auch mit Full Speed jetzt hier durchfahren, bis wir das erreicht haben. Aber wenn wir mit Full Speed hier durchfahren würden die ganze Zeit, dann würde es nicht lange dauern, bis wir hier irgendwo. Ah, oh Gott, das war schon sehr knapp. Bis wir hier irgendwo hardcore gegen crashen und kaputt gehen. Komm, 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 komm. Ich will 10 Kilometer schaffen. 10 Kilometer will ich schaffen. Das ist meine. Das nehme ich mir vor für die heutige Folge.
dass ich 10 Kilometer schaffe. Solange die Autos hier nicht anfangen, die Spur zu wechseln, auf der sie fahren, ist alles soweit in Ordnung. Ja, komm. 1 Kilometer, das schaffen wir. 10 Kilometer, meine ich. Das schaffen wir locker. Ah, nice, wir haben 10 Kilometer geschafft. Wir sind offiziell noch besser, ne? Wir sind noch guter als vorher. Und ja, ich spiele das Spiel eigentlich schon viel länger, als ich eigentlich wollte. Muss ich sagen. Eigentlich wollte ich es gar nicht so lange spielen. Ja, verdammt. Dabei fangen wir jetzt mal ein bisschen mit Highspeed hier durch, weil Highspeed einfach mehr Spaß macht als der ganze andere Mist hier. Wow. Mit Nitro kann dein Auto besser beschleunigen. Du kannst Nitro durch beinahe Zusammenstöße bei hohen Geschwindigkeiten sammeln. Schön. Nein! Aber das reicht mir. Mehr muss ich nicht. Ich habe jetzt 11 und 24 geschafft. Neuer Rekord, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, wir sind offiziell, wie gesagt, gut. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen dieses Videos. Hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Dann sage ich euch rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.